Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Nun, jetzt wissen wir, was ein Array ist vom letzten Video. Jetzt wollen wir das in unserem Programm einfließen lassen. Also ich habe hier das Programm, den Rechner offen. Da haben wir Zahl 1, Zahl 2 gehabt und wir möchten das jetzt auf 4 erweitern. Wir möchten das jetzt auf 4 erweitern. Das heißt, wir addieren 4 Zahlen und wir multiplizieren 4 Zahlen und so weiter. Ja. Oder subtrahieren oder wie auch immer. So, das heißt, ich ersetze diese Zahl mit Zahlen. Ja, Zahlen. Und dann nehme ich aber gleich mal hier ein Array. Dann lösche ich das da unten weg. Fertig. Ja. Und dann machen wir New Int. Und wir haben gesagt, 4 machen wir. Jetzt ist das Zahlen ein Array. Wir haben in Zahlen 4 verschiedene Sachen. So, und jetzt könnten wir natürlich das so machen, dass ich hier Zahlen 0 schreibe, ja, hier Zahlen 1 2 3 das ist die vierte. So haben wir gesagt, greifen wir zu. Können wir machen. Schier. Ja, schier. Egal. Ich mache es jetzt einmal so. Ja. Ich mache es jetzt einmal so. Gut. Und da unten mache ich da Ergebnis. Zahlen 0 plus. Okay, das Ganze kopieren ist doch viel schöner. 3, 2, 1, passt, sehr schön. Ja. Und da subtrahiere ich. Und hier muss ich natürlich auch noch das machen. Pass auf. Gar nicht so leicht hier. Ist gar nicht so leicht hier. Und da muss ich das genauso noch reinmachen. 0, 1. Da hinten muss ich noch 4 schreiben. Nicht vergessen, nicht vergessen. 0, 1, 2, 3. Jetzt sollte man eigentlich, sollte das eigentlich funktionieren schon. Da ist ein wilder Rechner. Wie gesagt, ich weiß, mir ist bewusst, dass das jetzt eine schiere Implementation ist, aber ich möchte es einfach herzeigen. Ja? Also, drücken wir auf Übersetzen, bitte um die erste Zahl 12, zweite Zahl 13, 14 und 15 und jetzt zählen wir alle zusammen, 12, 13, 14 und 15 ist 54, kann das stimmen? Sind 40, sind 45, 49, 54, wunderbar, bitte um die erste Zahl. Funktioniert also, wie wir sehen. Ja? Ich habe das jetzt in einem Array gespeichert. Ja, aber jetzt kann man sagen, puh, ja, was ist denn da jetzt los, bitte? Das ist ja viel länger geworden und so weiter. Und wenn ich da immer das mit den Indizes so dazu schreibe, mit den Array-Indizes, dann ja, hat er keinen Mehrwert. Das hat doch keinen Mehrwert. Das stimmt. Das stimmt. Deswegen machen wir das in einer Schleife. Schleife bietet sich an dafür. Ich mache eine Vorschleife. For int i ist gleich 0. Wir beginnen bei 0 und i soll kleiner sein wie 4 und i plus plus machen wir. So soll das ausschauen. Ja? Und dann machen wir das so. Bitte um die erste Zahl. Das erste schreiben wir 0. Hm?
Und da schreiben wir dahinter i plus 1. Schön. Convert to String, wenn wir noch machen. Und hier greife ich zum auf Zahlen i. Ja? Also die i-te Zahl lese ich jetzt ein. Dann kann ich mir das Ganze hier schenken. Ja? Jetzt ist Kürzungen. Schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Also, ich schreibe immer hier, warum schreibe ich hier i plus 1? Weil das ja bei 0 los hat. 0 ist die erste Zahl, deswegen i plus 1. Gell? Und solange i kleiner 4 ist, das heißt von 0, 1, 2, 3, 4, lese ich das ein. Ja? Müsste noch immer genauso funktionieren wie vorher. Schauen wir uns das an. Bitte um die erste Zahl. 12, 13, 14, 15 plus 54. Wunderbar. Wunderbar. Funktioniert also. Ja? Schaut noch immer genauso aus. Und da habe ich das in einer Vorschleife drinnen. Ja? Also mache ich da unten, kann ich ja genau das gleiche machen. Ja? For int i ist gleich 0, i kleiner 4, ja. i plus plus, gehen wir da hin. Und dann kopiere ich die ganze Switch, das ganze Switch kopiere ich da hinein. Und jetzt sage ich hier, da oben, sage ich, das Ergebnis ist 0. Ja. Oder ich sage sogar noch besser, das Ergebnis ist nicht 0, sondern das ist Zahlen von 0. Ja. Zahlen von 0. Das steht schon mal in meinem Ergebnis. Ja. Die erste Zahl steht jetzt in meinem Ergebnis. Und dann beginne ich bei der zweiten Zahl eigentlich erst. Und hier sage ich, Ergebnis ist gleich Ergebnis plus Zahl von i. Also hier addiere ich dann wieder weiter. Ja. Das muss ich mir anders überlegen. Das schreibe ich auch noch richtig. Ja. Und hier schreibe ich Ergebnis gleich Ergebnis minus Zahlen von i. Okay, schaut gut aus, schaut gut aus. Schauen wir, Play. Erste Zahl, 12, 13, 14, 15 plus 54. Schaut noch immer genauso aus. Heute steht ein Plus. Also das ist das, was ich eingegeben habe. Das ist vorhin auch da gestanden. Das passt schon. Ja. Und schauen wir, 12, 13, 14, 15 minus, ja. Minus 30, stimmt das? 12 minus 13 ist minus 1, minus 15 ist minus 15, minus 15 ist minus 30. Passt, wunderbar. Funktioniert ja ebenfalls. Ja. Jetzt ist das Ganze schon wesentlich übersichtlicher wie vorher und ich kann es eigentlich lang... Oh, da unten haben wir noch. Da unten habe ich das noch. Na, dann mache ich auch. Da mache ich auch eine Vorschleife vor... int i ist gleich 0, i kleiner 4, i plus plus, ja. Vorher schreibe console.write Rechnung. Doppelpunkt. Das schreibe ich jetzt. Und da drinnen schreibe ich console.write null und dann plus Operation.
Und dann mache ich noch ein Leerzeichen dahinter. Das ist gut. Ja. Und geht schon Beistrich. Was wollte ich ausgeben? Zahlen. Zahlen vor i. Aber Convert to String natürlich. Gut. Und dann mache ich noch console.writeLine. Das bleibt erhalten. Ist gleich. Ah nein, beim letzten Mal darf ich keine Operation mehr ausgeben. Wie mache ich das? Muss ich mir was überlegen. Ja, man muss oft was überlegen. Schaut nicht. Schadet nicht. Schauen wir uns einmal an, was da rauskommt jetzt einmal. Also, ich schreibe, ich will hier eigentlich immer nur den ersten, die erste Zahl plus der zweiten Zahl plus der dritten Zahl und so weiter schreiben. Schauen wir uns an, was da passiert. 12, 13, 14, 15 plus. Das schaut aber nicht gut aus. Ja? Format Exception, Unhandled Exception. A4. Natürlich muss ich da 0 schreiben. Schauen wir, ob das das war. 12, 13, 14, 15 plus. Aha, 54. Aber da ist kein ist gleich. Da ist kein ist gleich. Also das habe ich jetzt Enter gedrückt. Das war natürlich auch ein Blödsinn. Aber im Prinzip funktioniert. Am Schluss ist es kein Plus. Also kann ich hier schreiben praktisch. Pass auf, das mache ich so. Das mache ich jetzt trickreich. Pass auf. If i ist gleich a 2. Also wenn i 2 ist, dann sage ich Operation ist gleich. Dann setze ich das auf ist gleich. Erst, das ist lang. Dann schreibe ich kein Plus mehr, sondern schreibe ich ist gleich am Schluss. Schauen wir uns an, was da passiert. Ja. Das ist aber schon jetzt ziemlich kompliziert eigentlich, muss ich feststellen. Plus. Es funktioniert. Ja. 12, 13, 14, 15 ist gleich 54. Ja. Zack. Warum habe ich da das ist gleich hingeschrieben? Da brauchen wir nicht mal einen Abstand, dann schaut das auch besser aus. Warum habe ich das jetzt gleich hingeschrieben? Weil beim letzten Durchlauf, wenn ich im 2 bin, das heißt, ich habe den letzten Plus geschrieben, bei der letzten Zahl, wenn i gleich 3 wäre, ja, wenn i gleich 3 wäre, ja, dann ersetze ich ihm das Plus mit einem ist gleich und dann schreibt er das ist gleich hin. Gut. Gut. Funktioniert also. Ja. Jetzt habe ich nur ein Problem. Was ist, wenn ich da 5 hinschreibe? Jetzt müsste ich die ganzen, überall wo ich 4 hingeschrieben habe, ja, muss ich jetzt umändern auf 5. Wo habe ich das überall geschrieben? Wir sehen, ich habe überall, deswegen macht man das normalerweise nicht so. Ja. Sondern man schreibt da Zahlen.length. Jedes Array, bei jedem Array, hat eine gewisse Länge. Und das kann ich abfragen. Das Array weiß ja, wie lang es ist, ich kann das Array fragen. Deswegen, zack, zack, schreibe ich Zahlen.length statt, der ist zuerst 4 gestanden, jetzt würde da drinnen 5 stehen. Ja? Und das kann ich überall machen. Zahlen.length schaut gut aus. Ja? Und hier machen wir natürlich auch Zahlen.length. Ja? Und da muss ich jetzt aber aufpassen, ist gleich Zahlen.length. .length und jetzt minus 2. Ja? Beim vorletzten möchte ich das machen. Und jetzt funktioniert es. Das müsste jetzt selber das da oben mit 5 ausgewechselt, jetzt müsste das eigentlich schon mit 5 funktionieren. Erste Zahl 12, 13, 14, 15, fünfte Zahl 16 plus pack funktioniert. Ja? Das machen wir 70. So kann man das also machen.
Ja, so kann man das also machen. Jetzt haben wir ein Array, jetzt brauchen wir nur da oben den Wert ändern und können verschiedene Zahlen praktisch addieren, verschiedene Anzahl an Zahlen addieren, subtrahieren und wie auch immer. Schaut ganz gut aus. Ne? Ich meine, dass wir da immer schreiben müssen, Zahlen von i und ja, das ist halt so. Oder ist es wirklich so? Ne? Es gibt nämlich eine andere Schleife, die for each Schleife. For each Schleife. Ne? Wie die funktioniert, schauen wir uns hier von Zettel an, werden wir das nächste Mal erklären, im nächsten Video for each Schleife und dann werden wir es da einbauen. Ne? Nächstes Video wird kürzer. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.